im Berliner Sportpalast. Reichsminister Dr. Goebbels spricht. Er erklärte: Der Ansturm der Steppe gegen unseren ehrwürdigen Kontinent ist in diesem Winter mit einer Wucht losgebrochen, die alle menschlichen und geschichtlichen Vorstellungen in den Schatten stellt. Die deutsche Wehrmacht mit ihren Verbündeten bildet dagegen den einzigen überhaupt in Frage kommenden Schutzwall. In Deutschland denkt heute kein Mensch an einen faulen Kompromiss. Das ganze Volk denkt nur an einen harten Krieg. Die Gefahr, vor der wir stehen, ist riesengroß. Riesengroß müssen deshalb auch die Anstrengungen sein, mit denen wir ihr entgegentreten. Der Schluss dieser Rede wurde zu einem einzigartigen Bekenntnis zum Führer. Dr. Goebbels sagte: Als mir meine Zuhörer auf meine Forderungen vom 30. Januar spontan ihre Zustimmung bekundeten, behauptete die englische Presse, das sei ein Propagandatheater gewesen.